Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Tuber 2. In der letzten Folge sind wir in diesem Termitenhügellager angekommen, wo allerdings diese Warms, diese hundeähnlichen Menschen herumlungern. Die wollen uns hier nicht so richtig abbauen lassen. Ich gucke jetzt nochmal schnell in die Quest, was wir jetzt eigentlich noch machen sollen. Bane. Die Dürre. Ich habe die Stelle gefunden. Ich bin sicher, hier gibt es bisher unbekannte Wasserquellen. Leider haben die Warns die Gegend in Beschlag genommen. Ich sollte sie vertreiben, damit die Dorfbewohner einen Brunnen graben können. Und das nur, ja. Der verlorene Kopf. Okay. Also, wir müssen sie doch alle killen. Es führt kein Weg drumherum. Und den einen Magier hatten wir ja schon fast, ey. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Vielleicht sollten wir erstmal ihn killen hier. Scheiße. Haben ihn ja auch schon fast. Alter, willst du mich verarschen? Ha, okay. Damit haben wir ihn schon mal. Bleibt nur noch der Schamane übrig und dann dürften ja alle weg sein, hoffe ich mal. Ist das derselbe, der Schlachtenhammer 3016, wie ich ihn schon habe? Der macht 9,36 und der macht. Ja, okay, meiner ist ein bisschen besser. Ein bisschen. Dafür ist der Einhandwaffenhammer noch ein bisschen besser. Glaube ich. So, jetzt bleibt noch der Schamane. Den haben wir ja schon ein bisschen angehittet. Ah, steht schon bereit, der Sack. Von hier aus treffe ich ihn nicht, aber er trifft mich auch nicht. Den Schamanen, den mag ich überhaupt nicht. Heilt er sich immer wieder oder was? So, das Gefühl, der heilt sich immer wieder. Immer heilst du dich nicht, Alter. Tja. So. Reicht's. Okay, sie ist jetzt sicher. Dank uns. Ich frag mich nur, wann das Zeug wieder aufhört hier. Schutzmodifikation. Moment mal. Moment mal. Krasser Shit. Findet man hier auch was, wenn ich hier mal reingucke? Tatsächlich, okay. Alter, die heilen kleine Wunden. Dann sollte ich das hier wahrscheinlich alles noch schnell looten, bevor ich den erlaube hier ihr wisst schon was. Okay, unser Inventar ist voll, dann müssen wir wahrscheinlich hier wieder mal etwas zerlegen. Und die habe ich auch gefunden. Die kann man allerdings nur an Magierklamotten anheften. Schade. Was zerstöre ich denn das? Okay, der ist nicht ganz so gut, aber den könnte man zur Not ja auch verkaufen.
Ich zerlege ihn einfach mal. Was soll's? Siehst du, da kann man nämlich sogar noch ein bisschen verbessern. Dann hört denn das mal auf? Das ist ja nervig. So, ich gucke jetzt nochmal schnell hier, ob wir wirklich alle gelootet haben. Ah, den haben wir nicht. Noch nicht. Sollte ich ja wirklich alle, möglichst alle mitnehmen hier. Ah, es hat aufgehört. Finde ich gut. Hat mir bisher null Schaden gemacht, aber was soll's. Jo, ich leuchte cool. Und es ist ja wirklich nochmal ein ganz deutliches Spiel, Unterschiedsgefühl, ganz anderes Nashorn nach da oben. Wenn man jetzt hier auf den höchsten Grafikeinstellungen und auch auf 1080p spielen kann. Und auch extrem flüssig dazu. Ich muss aber leider auch dazu sagen, dass es nicht der beste PC ist, den es jetzt auf dem Markt gab. Der hat jetzt auch nicht die beste Grafikkarte und auch nicht den besten Prozessor. Aber man kann damit Spiele noch schön spielen. Dafür reicht er aus. Okay, dann können wir jetzt zurück zum Dorf zurückkehren. Bescheid sagen, dass die dort ansiedeln können. Ja, 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 ja. Was ist denn hier eigentlich in der Hütte drin? War ich da schon mal drin? Ja, ich glaube, da war ich schon drin, ja. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Aber was ist in der Höhle drin? Das ist ja mal eine Frage, die ich mir mal stelle. Speichern wir vorher mal und gehen mal da rein. Wow. Zu Hause ist gemütlicher. Ich sehe rote Punkte auf der Karte, sehe aber nicht, was uns hier erwartet. Alter. Ich frage mich allerdings, was wir hier für Feinde drin haben. Alter, was ist das denn? Hat er denn für ein Schwert? Was sehen meine Augen? Okay. Frage geklärt. Das ist noch zu hoch für uns. Zu Hause ist gemütlicher. Gehe ich wieder. Also, da brauchen wir gar nicht erst probieren, da was zu reißen. Wo ist denn mein Pferd hin? Da oben stehen gelassen oder was? Hallo? Hä? Wo ist denn mein Pferd hin? Okay. Dafür weiß ich eine simple Lösung. Ich habe nämlich unterwegs ein zweites Pferd gefunden. Ich glaube, das war da.
Das ist wahrscheinlich mein wahres Pferd und deswegen ist das Pferd jetzt einfach weg, weil ich es aus den Augen verloren habe. Hoffentlich reite ich jetzt auch in die richtige Richtung. Jupp. Warum die ja alle so aggressiv immer auf einen wirken. Das verstehe ich ja auch nicht. Die sind immer auch hart, die Ameisen. Immer solche schnellen Angriffe machen, dann kriegt das Vieh uns nicht. Glaube, es auf keinen Fall hier verrecken. Ich glaube, so machen wir auch ein bisschen mehr Schaden. Im Sniper-Modus. Na komm, geh drauf. Scheiß Insekt. Bleib ja liegen. Ich frag mich, was die für ein Level hier sind. Das ist doch nicht mehr normal. Mal sehen. Sehen wir mal. Okay, mein Pferd lasse ich hier erstmal stehen, weil hier der Teleporter ist. Dann kann ich auch direkt zu Harleen reisen und den Leuten Bescheid sagen, dass sie jetzt dort Wasser finden können. Wem sage ich denn das dann? Bestimmt hier Altan. Hast du Neuigkeiten? Ich glaube, ich habe Trinkwasser für euch gefunden. Bei den Akazien und den Termitenhügeln. Nicht zu verfehlen. Im Ernst? Gut, es ist kein fertig gegrabener Brunnen, aber wird seinen Zweck erfüllen. Das ist einfach... Es ist wunderbar. Ich mache dir ein Zeichen auf deiner Karte. Lass deine Leute hier graben. Ich werde auf der Stelle jemanden losschicken. Jetzt kannst du den Handel mit Alima wieder aufnehmen. Das ist nicht so einfach, wie du denkst. Es ist nicht meine Entscheidung. Bitte was? Ich bin zwar Dorfvorsteher, aber ich muss meine Entscheidungen mit jemandem abstimmen. Also mit wem? Ich kann es dir nicht sagen, wirklich. Ich geh zum Leuchtturm. Dort wirst du jemanden finden, der dir mehr verraten kann. Ach, und diejenige kennen wir ja schon. Also kennen jetzt nicht wirklich, also wir haben sie ja schon mal getroffen. Sie hat zwar nicht viel mit uns geredet, aber wir wissen, wer gemeint ist. Okay, dann begeben wir uns mal dahin.
müssen wir leider wieder ein bisschen schwimmen und das kann ein bisschen dauern. Ups. Okay, und bevor ich es vergesse, könnte ich ja jetzt mal ein bisschen gucken, ob ich hier was verbessern könnte. 24 plus 2. Das ist... der ist der aber besser. Hm. 24, 12, okay, den können wir zerlegen. Zweihandwaffen, weiß ich nicht, ob mir das so gefällt. Der macht ein bisschen mehr Schaden. Hat aber dafür nicht so eine Reichweite, aber das ist nicht so schlimm. Den könnten wir eigentlich mal verbessern und den benutzen. Gut, den können wir ganz schön aufwerten. Das heißt, dann werde ich auch den erstmal nutzen. Der hat zwar 3 Meter Unterschied in der Reichweite, aber ist ja nicht die Welt. 3 Meter, also komm, das geht ja noch. 34, 10. 36, 9. Ja. Das ist ja trotzdem leicht besser. Aber wenn wir den aufwerten, ist er dann, glaube ich, wahrscheinlich gleich gut. Und da könnten wir sehr beide benutzen. Je nachdem, wie wir Lust haben. Oder was stylischer aussieht. Dann zerlege ich mal einen von beiden. Den können wir wahrscheinlich nochmal aufwerten, wenn wir noch ein bisschen mehr Holz kriegen. Dann können wir den auch zerlegen. Den Rest, den wir jetzt nicht mehr brauchen, ich glaube, den verkaufe ich jetzt erstmal. Vor allem diese zwei Handsachen-Dings, die benutze ich wahrscheinlich eh nicht. Hier war ein Händler. Hm, wir hatten ein paar Dolche, sind aber allerdings nicht so gut. Hier dieses Schwert. Das Schild werden wir wahrscheinlich auch nie benutzen. Ach, den könnten wir verbessern, das ist ja ein Ding. 91 würden wir dafür kriegen. Weißt du was, verkaufe ich den jetzt einfach. Ja. Die alte Lederrüstung werde ich wahrscheinlich auch nicht nochmal benutzen. Hm. Den kann man eben nicht sockeln, das ist das Problem. Naja, komm, was soll es? Kriegen wir noch ein bisschen Geld. Die Schuhe können wir behalten, weil da so ein Stein drin ist. Weiß zwar auch nicht, ob wir das jeweils wieder nutzen werden, aber die Schuhe könnten wir verkaufen und Harnisch ist Reisenden. Habe ich zwar geklaut, könnten wir aber auch verkaufen. Hm. Da ist jetzt nicht der Riesenunterschied. Das wäre dann ausgeglichener, diese Hose. Das wäre die normale Lederhose. Ja, komm, verkaufen wir auch. Oh, wird es zerlegen und bekommen ein bisschen mehr Leder. Das ist immer eine schwere Frage. Das normale Kurzschwert, das werden wir eh nicht mehr benutzen wahrscheinlich. Die alten Bogen könnten wir zerlegen oder nicht. Ja, ich bin da immer nicht so sicher, ob ich das ganze Zeug verkaufen soll. Bin ich mir ein bisschen unschlüssig. Auf jeden Fall, die Schuhe werde ich jetzt erstmal aufwerten. Na, zerlege ich die. Komm, was soll's? Kriegen wir noch ein bisschen Leder und ein bisschen Stoff. Können wir die Hose, die Schuhe nochmal aufwerten.
Die bringen mir jetzt nicht viel. Okay, und dann würde ich sagen, mit der guten Frau auf dem Leuchtturm dort hinten sprechen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ja, damit konnten wir das kleine Wasserproblem von diesem Dorf endlich lösen. Indem wir dieses Termitenbau entdeckt hatten und außerdem noch diese Warns vertrieben haben. Na, was heißt vertrieben? Wir haben sie gekillt. War auch ziemlich umständlich, muss man ja sagen. Denn so leicht zu besiegen waren die nicht. Naja, in der nächsten Folge sprechen wir auf jeden Fall mit der guten Dame, die dort auf dem Leuchtturm steht, und sehen mal, wie sie uns weiterhelfen kann, damit der gute Altan endlich wieder den Handel mit Bayern aufnehmen kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao. The Orc nation is bound to its fate, but our future is tied to another. This human, how can you be certain? Hope.